Ich bin viel zu spät dran. Ich habe nämlich direkt eine Reaction zu machen. Und zwar hat Siu mit Kian zusammen ein neues Lied veröffentlicht vor kurzem. Und da will ich natürlich drauf reagieren, weil mich Musik natürlich im Ganzen sehr interessiert. Und auch innerhalb der Minecraft-Helden-Thematik scheint das wohl ein, ich sag mal, Diss-Track zu sein, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, an die Ampelkrieger. Schon sehr interessant, aber ich würde gerne den Song einfach mir mal gerne reinhören und zu schauen, ob das was geworden ist, wie es sich anhört und was das für ein Diss-Track quasi ist, in welcher Version. Also ich habe den überhaupt nicht gehört. Es ist komplette Blind-Reaction quasi. Ich habe nichts davon gehört, keine Ausschnitte, gar nichts. Deswegen, wir switchen jetzt einmal hier rüber und machen hier mal auch direkt Vollbild. Wir haben hier ganz episch Siu und Kian stehen. Alright, Chat, wir gehen rein. Bin gespannt, was ihr auch dazu sagt. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal kurz ein bisschen leise und mach mal ein bisschen, ja, mach so, ne? Let's go. Hey Kian! Was ist los, Siu? Bist du bereit? Wir müssen das ganze Ding jetzt endlich gewinnen! Okay. Man ist direkt drin, Digga, das ist krass. Man ist direkt drin, man kriegt hier einen Dialog. Aber die Melodie im Hintergrund gefällt mir schon mal mit diesem da, na, na. Nein. Bro, du weißt, ich stehe immer an deiner Seite. Lass uns sie endlich fertig machen. Boah, hat er das Schwert hergezogen. Jetzt geht's richtig los. Hat er das Schwert hergezogen. Es wird zwar schwer, doch wir müssen siegen. Bex ist schon stark, doch er wird verlieren. Das ist interessant, das ist meine ganz, ganz andere Richtung, Chat. Das ist crazy. Ich bin mal gespannt, ob mir das gefällt. So ein bisschen Siu mal ein bisschen auf so langsamer, ein bisschen so R&B-technisch so. Kommt jetzt zumindest so rüber, vielleicht wird es noch schneller, ich weiß nicht. Aber interessant, und man sieht von der Animation, vom Animationsstil her, ist das wie von demselben Ersteller wie bei dem Heldensong an sich. Da wo Yami, Kian und Siu den erstellt haben. Man sieht auf jeden Fall, es ist derselbe Animationstyp, aber der macht auch richtig gute Arbeit. Also da muss man einfach auch mal den Animateur loben. Sagt man sowas? Sagt man Animateur dazu, Chat? Gib auf uns acht, wir sind eine Liga. Keine Pro-Berger, wir sind Königskrieger. Flug kämpft mit all seiner Kraft. Ah, okay, es wird schneller. Zurück, Stani hat Pläne gemacht. Mein Verstand wird noch verrückt. Helena kann sich wirklich nicht entscheiden. Okay, also für YouTube-technisch muss ich sagen, ist cool, dass so quasi diese Sounds von den Leuten halt mit eingespielt werden. Also so Alphasteinchen, Alphasteins Schrei. Oder das Ente da so rumgequakt hat, hat Stil so. Und man merkt auch direkt hier, in der Harmonie geht Siu wieder rein, so wie auch im Heldensong. Gefällt mir, also ist ein bisschen, ich weiß noch nicht ganz, was ich von dem Part halten soll, wo Siu jetzt so ein bisschen ruhiger gesungen hat. Vom Gesanglichen her hat es mir gefallen, aber ich weiß nicht, ob es musiktechnisch mir so gefällt. Aber jetzt, wo es so relativ etwas schneller wird, gefällt mir. Ampelkrieger, seid bewaffnet, denn wir werden euch jetzt packen. Okay. Der, die Adlibs, die es dazwischen gepackt hat. Ampelkrieger, seid bewaffnet. Das ist schon geil. Dieses Ampelkrieger, seid bewaffnet und dann dieses Low Pitch mit Reverb hochgeboostet. Ja, doch, das hat mich jetzt gerade richtig abgeholt. Ich habe sogar ein bisschen Gänsehaut bekommen, sag ich ehrlich. Das hat mich schon abgeholt, Digga, aber ich bin gespannt. Denn wir werden euch jetzt packen. Ja, Nightmaster, die Laufanimation ist schon ein bisschen fragwürdig, aber ich meine, sie passt zu diesem Stil, finde ich. Nicht gut gealtert, oder? Was ich mitbekommen habe, ist, dass es ja einen Kampf gegen Banks und Siu gab und Banks hat halt gewonnen. Zwar ein bisschen mit Bow-Spamming und so, aber das ist nicht gut gealtert, würde ich sagen. Schade eigentlich, schade. Ich checke, wo man hier in der Hook hingehen möchte. Einfach was Simples zum mit
singen hat was. Ist jetzt nicht unbedingt meins, aber ich verstehe auf jeden Fall, auf was es absehen sollte. Die Animation besser als der Minecraft-Movie-Trailer. Das stimmt, Digga, Real Talk. MBK ist krank underrated. Hör ich von vielen, oder beziehungsweise, ja doch, man hört schon von vielen, dass MBK wohl wirklich sehr krass im PvP ist. Aber er ist wohl zu inaktiv. Also, was heißt inaktiv? Er ist einfach zu selten online so mäßig. Egal, wir gehen weiter, Chat. Genau, was du meinst. Ja, Bro, jetzt sind wir dran. Aber ey, warte. Okay, wieder so Zwischendialog. Hör zu. Die Zeit ist reif. Wir müssen kämpfen, bis sie fallen. Wir sind vereint. Beides der Krieg. Boah, okay. Der Song an sich hat so viele Substufen, das ist wirklich interessant, Chat. Weil an sich, zum einen hat man dieses ruhige, wo Sio auch angefangen hat. Dann geht es in das Schnellere und dann hat man diese Hook mit diesem Lalala. Ne? Und jetzt kommt der Part, wo Kian einsteigt, auch erstmal ruhig, dann kann ich mir vorstellen, geht's wieder Richtung schnell und dann kommt wieder die Hook, wo sie hoffentlich wieder zusammen singen, weil ich finde, Kian und Sue harmonieren zusammen richtig gut. So, und Kians Part bin ich jetzt so oder so sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt, Chat. Ich weiß nicht, also ich weiß halt nicht, wann dieser Song gemacht wurde, ob vor dem Kampf mit Banks gegen Sue oder danach, weil dann ist es auf jeden Fall halt wegen Banks sein Bow-Spamming, dass es halt kein ehrenwertes Kämpfen war, meiner Meinung nach. Der war vor dem Kampf. Oh, schade. Aber es passt so. Es passt so, dass es so leicht frontig ist wegen diesem Bow-Spamming, wo das gerade mit den Pfeilen erwähnt wurde. Okay, warte, das, wir müssen da nochmal hin, dann checkt ihr vielleicht, was ich meine. Komm mal wieder mit dem Plan, wir sind anders. Könnte es Krieg auf die Heizung, könnte man nur labern. Wir wurden von den Helden aus der Welt. Alle Pfeile treffen Banks, dann kommt immer wieder sehen, ey. Alle Pfeile treffen Banks. Irgendwie, ich weiß nicht. Das kann man irgendwie so als kleinen Fronts so sehen. Aber war vorher, sagt ihr, okay, checke. Aber feier ich. Das hat einfach so genau das getroffen, so. So wie Banks mit dem Pfeilen. Na, ja, ihr checkt. Sie und ich sind zusammen einfach stark, ballern alle weg, wir sind besonders unikat. Fly ein bisschen früher und dann nennt man das Verrat. Sag, was ist dein Plan für die Krieger an die Macht? Ja, sie wollen uns killen, doch sie haben keine Chance. Haben wir Krieger, es ist für euch aus. Sie haben Krieger. War das dieselbe Location wie aus Minecraft Helden? Guckt euch das mal an. Das ist cool. Also dieses Reusing, ich habe da jetzt per se nichts dagegen. Ich finde es sogar eher stärker so, weil ich meine, es ist immer noch Minecraft-Helden. Und dann die Locations zu reusen, hat Charme, meiner Meinung nach. Wie sie immer das Mikro spawnen. Ja, Real Talk, es kommt so aus dem Nichts. Aber bis jetzt, Kians Part, muss ich sagen, ist halt einfach mal wieder sehr clean. Ich bin innerhalb von dem Song wirklich kein Fan von dieser langsamen Stelle, da wo sie halt langsam so, ne, wo der Beat auch ein bisschen ruhiger ist, mehr R&B-mäßig. Das sagt mir nicht so ganz zu, aber alles andere, gesangstechnisch, flowtechnisch, sagt mir definitiv mehr zu. Aber diese Anfangsparts von Sio und von Kian, wo sie halt da so ruhiger sind, es trifft jetzt nicht unbedingt meinen Geschmack, aber das ist jetzt nicht überwiegend der Part, deswegen, das passt schon so, der gute Teil überwiegt, sag ich mal. Oha, VHS, Fernseher, einfach steil abgeschossen werden. Und Loot in der Kiste. Und für die Welt. Ey, Bro, easy game, oder? Wir haben es wirklich geschafft, Mann. Nochmal okay, Dialog zum Ende. Lass uns weitermachen, let's go. Checko. Okay, that's it. That's it, Chat. Seid mal ehrlich, von 1 bis 10, wie würdet ihr den bewerten? Also von mir würde der so, ich würde sagen, 7 von 10 kriegen. Schon so. Für das, was es sein soll, für das, was es steht, dass es ein Heldenlied ist, etc., muss ich sagen, so eine solide 7. Safe.
Safe. Ihr geht auch so mit 6, 7, 8, 6. Ja, chillig. Sehe ich genauso. 100%.